Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt dann noch sowas? Duschen jeden Tag, muss man nicht. Kennzeichen haben, muss man nicht. Schlafen in dem Bett, muss man nicht. Reichweite haben, das schon. Sie haben kein Geld zum Leben, doch können super kleben. Stuttgart, Hamburg, Frankfurt, München, das müsst ihr erleben. Nürnberg, Dortmund und auch Köln, schickt, wenn ihr nicht guckt. Zwei Idioten muss man mögen, weil es hat sich juckt. Klappe. Aber ist okay, ist es okay, ist es nicht kaputt. Zurückbiegen oder so echt? Ja, biegst zurück. Klappe die zweite, mein Kennzeichen hat sich jetzt verabschiedet. Das ist eine geile Scheiße. Digga, das ist komplett, es hat hier komplett hier gehangen. Ich dachte so, what the fuck, was geht denn mit Steve jetzt ab? Das Steve fährt jetzt ohne Kennzeichen weiter. Damit willkommen zurück zur 4. Folge unserer wunderschönen Fahrt. In der letzten Folge bei Steve ist viel zu viel passiert, um das jetzt alles zu erklären. Wir stehen hier mitten auf dem Standstreifen, weil Steve sein Kennzeichen sich gerade komplett verabschiedet hat und nach innen geklappt hat. Und der Reifen das Kennzeichen kaputt gemacht hat. Das gleiche ist bei mir in der letzten Folge auch passiert, das könnt ihr bei Steve auf dem Kanal sehen. Wir sind gerade wirklich 5 Minuten vor Dortmund. 5 Minuten. Wir brauchen für heute noch einen Schlafplatz, wir haben noch keinen, es ist gleich 19 Uhr. So oder so müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir dieses wundervolle Kennzeichen hier so gefixt kriegen, dass es sich nicht mehr bewegen kann. Ich weiß nicht, ob es überhaupt was bringt. Ja klar. Fest. Ja, aber es bewegt sich ja trotzdem noch. Ja, warte doch mal. Wir haben doch auch nur ein Panzer, ein Dings rein. Was willst du sonst machen? Also, hä? Gibt ja keine andere Option sonst. So? Ja, bringt gar nichts. Crazy. Klebeband. Es gibt nur eine richtige Lösung, Steve. Das ist Panzertape. Panzertape wird es nicht umhalten. Es gibt aber nichts anderes. Was sollen wir sonst machen? Wir müssen bis zur Abfahrt jetzt Panzertape benutzen. Willst du sie in den Arsch schieben? Hä? Also gibt ja nur Panzertape. Panzertape ist die einzige possible Option. Wir hätten uns mal eine Warnweste mitnehmen können oder so. Nee, niemals. Die zieht nicht an. Digga, kannst du bitte dich hier hinstellen, bitte. Mann, Digga, dann bin ich gleich nach vorne gefahren. Nein, hör auf. Stell dich jetzt an den Rand, Mann. Schon schlimm genug, dass wir ohne Warnweste hier stehen. Es wird dich ewig halten, aber auf jeden Fall bis zur nächsten Abfahrt. Wir müssen wenigstens nach Dortmund rein, also es wird jetzt nicht ewig halten, aber wir müssen ja irgendwas machen. Wir können ja jetzt nicht auf der Autobahn stehen bleiben. Ja, wir haben noch keinen Schlafplatz für heute, wir haben aber zahlreiche Angebote bekommen auf Instagram und hoffen mal, dass die uns vorerst jetzt erstmal helfen, das zu machen. Niemals hält es. Bruder, niemals es wird auch nicht halten, aber wir müssen noch zur Abfahrt. Was willst du denn sonst machen? Du fährst jetzt schön vor mir mit 100. Ich fahre hinter dir mit 100. Kann sein, wenn wir keine Schraube kriegen, dass die restliche Tour schön mit 100 lang tuckern müssen. Nein, Quatsch. Also erstmal kriegen wir irgendeine Schraube oder wir kriegen es anders mit Panzertape fest. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir können halt nur nicht mehr 200 fahren, aber das finde ich nicht so schlimm. Bruder, setz dich mal rauf mit deinem scheiß Riesenrucksack. Wirklich jetzt. Du stehst einen halben Meter von der scheiß Dings entfernt. Da muss ein Auto Mann, mal aufs Handy gucken. Ist kein halber. Also wenn das ein halber Meter ist, dann... Das war auf jeden Fall auf der Kamera ein halber Meter, weil dein Rucksack riesig fett ist, Bruder. Meter, mindestens 4 Meter. Aber ich find's geil, dass wir beide Motorräder beide das gleiche Problem haben. Ja, aber es gibt nur eine Option und die ist weiterzufahren. Können wir ja nichts machen, aber so sicher wie möglich halt. Darauf gibt's eine Kette vor, dafür, dass unsere Kennzeichen schon beide wieder am Arsch sind, komm. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt straight up auf dem Weg nach Dortmund. Heute Plan in Dortmund übernachten oder in Düsseldorf, eins von beiden irgendwo dazwischen. Vielleicht auch in Essen, je nachdem, was uns angeboten wird. Und dann wollen wir im Prinzip von da aus morgen durch Köln nach Frankfurt fahren. Und uns ist aufgefallen, wir haben einen Puffertag. Wir werden eigentlich schon Samstag zu Hause, müssen aber erst Sonntag zu Hause sein. Und deswegen werden wir in Frankfurt höchstwahrscheinlich einen kompletten Tag verbringen können, wo wir uns die Motorradgemeinschaft in Frankfurt genauer angucken. Das wird richtig cool. Genau, Wasser haben wir noch, ein bisschen was, nicht genug, aber ein bisschen was. Heißt, wir sind erstmal bis jetzt richtig gut dabei. Wir haben jetzt die zweite Stadt heute. Ich glaube, gute, wie viele Kilometer haben wir, Steve? 600? 700 vielleicht? Ja, 600. Ja, irgendwie so. Und der größte Teil kommt ja noch unten rum. Das werden wir aber dann alles sehen. Wir leben in den Tag rein und halt so eine Schäden. Ich habe damit gerechnet, dass die Motorräder ein bisschen kaputt gehen. Dass natürlich das Kennzeichen, beide Kennzeichen komplett für den Arsch sind, Digga. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Sind wir jetzt schon in der Stadt Dortmund? Gab es schon irgendwo ein Schild oder so? Ich glaube, nee, Schild jetzt nicht, schon. Aber ich glaube, es ist aber in Dortmund, ja. Das müsste Dortmund sein hier. Ich glaube, wir müssen hier links. Wir sind in einer Minute da. Ich glaube, ich habe das da vielleicht auch nur auf Dortmund gemacht und nicht auf JP Performance direkt. Müssen wir mal gucken.
Hast du gesehen, ob es links oder rechts war? Nee, aber hier rechts ist es doch. Hier rechts ist es. Hier ist Shape of Performance. Hier. Das ist es. Echt? Ja, da ist es doch. Lol. Lass dich kurz reinfahren. Ich will hier kurz stehen. Ich will kurz mal gucken auf dem Handy. Warte. Oh, langsam plagt mich der Hunger, Digga. Ja, mich auch. Ihr könnt bei mir schlafen, aber wir kriegen keine Rückreaktion. Oh, das triggert mich jetzt ein bisschen, dass wir hier gar keine Schlafmöglichkeit gerade haben. Gerade ist gar nichts möglich. Possible. Ich meine Düsseldorf? Was? Ich meine Düsseldorf? Nee. Wir müssen jetzt die Ems durchgucken. Ich glaube, dass wir schon an Tag 2 Probleme haben. Digga, chill mal, es ist jetzt 19 Uhr. Bis 23 Uhr ist die Sonne überhaupt da. Wir schlafen halt hier auf dem Boden. Ja, okay, wir tippen erstmal weiter und suchen. Wir haben jetzt einen Plan, eine Mission. Wir werden jetzt erstmal kurz für eine halbe Stunde einfach mal in Dortmund ein bisschen Motorrad fahren, einfach mal. Ne, nicht nur Autobahn, einfach mal hier ein bisschen rumfahren, gucken, was es in Dortmund so gibt. Man muss kurz sagen, im Internet gibt es nichts in Dortmund. Also wirklich nichts. Das Einzige, weswegen man Dortmund eigentlich kennt, ist scheinbar dieses JP-Museum. Wir fahren da jetzt kurz nochmal rauf. Ich will einfach nochmal rüberfahren. Aber und das Dings. Was? Stadion. Und das Stadion. Aber warum fahren wir nicht zum Stadion? Oder weil ich als Bayern-Fan niemals ein Foto mit meiner Karre vor diesem Stadion machen würde. Ist das dein Ernst jetzt? Ja, voller Ernst. Real Talk. Bei Dortmund? Vor Dortmunder Stadion niemals. Nicht mal eine Aufnahme, weil wir in Dortmund sind. Kommt auf an, wenn es 5 Minuten weg ist, ja. 10 Minuten, ja. Guck mal kurz, bitte. Dann machst du es für dieses verdreckte Stadion. Ja, wenn es jetzt eine halbe Stunde in die andere Richtung ist, verstehe ich. Dann würde ich aber auch nicht hinfahren, das verstehe ich. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine mögliche Unterkunft. Hört zu, der Mann, wir dürften morgen so lang schlafen, wie wir wollen. Er hat ein Gästezimmer, er würde uns einen Döner ausgeben, er hat einen Hund und er ist super nett. Problem, halbe Stunde nochmal genau zurück, wo wir hergekommen sind. Wir haben aber gesagt, durch den einen Puffertag könnten wir theoretisch da jetzt hinfahren, könnten dann morgen früh aufstehen, dann wieder rein nach Dortmund, dann über Düsseldorf, Köln, nach Frankfurt am Main fahren und es würde zeitlich klappen. Da fahren wir hin, sage ich. Das ist perfekt. Dann machen wir das Wahrzeichen. Das ist geil. Das muss ich jetzt kannst du es eintippen? Zu so einem dreckigen Dreckstadion von den Zecken. Alter, du bist ein richtiger... Warum aber? Warum? Wo ist der Hass her? Das sind doch nur ausgedachte Fußballmannschaften, Steve. Das ist doch nichts... Zecken, mir kann ich nicht sagen. Alter, sauer ist er schon. Ja, auf jeden Fall fahren wir da jetzt nochmal rüber und dann überlegen wir, ob wir jetzt so zu dem Atzen fahren. Wir haben noch, ich muss kurz sagen, 5 Leute haben uns angeboten, bei sich zu schlafen. Problem ist, von 5 Leuten antworten genau 5 nicht. Keiner antwortet mir gerade mehr. Das ist ja an sich auch nicht schlimm. Da warten wir jetzt erstmal noch eine halbe Stunde, fahren zum Stadion, machen unsere Aufnahmen. Und wenn wir da waren, beim Wahrzeichen und Dortmund damit abhaken können von der Liste, werde ich nochmal in die DMs gucken und gucken, ob wir was theoretisch Näheres haben, was besser sich eignet, um da zu schlafen. Wenn nicht, fahren wir da raus und können dann bei dem, wir dürfen bei dem sogar duschen, hat er gesagt. Wir dürfen alles bei dem machen. Boah. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich ihn gleich nochmal schreiben kann in 40, 45 Minuten. Und wenn wir da nichts haben, fahren wir dann einfach zurück. Fahren dann morgen früh los und fahren dann nochmal nach Düsseldorf, weil in Düsseldorf gibt es 2 Punkte, die ich mir angucken will, wo ich sage, dass Steve die auch beeindrucken werden. Guck, hier ist JP Performance. Ja, guck mal, sich berührt. Wollen wir es einmal anfassen, das Haus? Lass es uns einmal anfassen, warte. Nur anfassen. So. So, das reicht jetzt auch wieder. Der hat einen Burgernamen da drin, glaube ja, ich, oder? Ja, aber wir dürfen ja nichts ausgeben an Geld, deswegen können wir die Burger nicht kosten. So, JP Performance, wir sehen uns irgendwann wieder. Bis dann. Es war mir ein Fest. Irgendwann fahren wir vielleicht auch nochmal ruhig rauf. Dortmund sieht jetzt nicht crazy aus, muss ich einfach mal festhalten. Dortmund an sich, die Stadt, meinst du? Ja. Ja, ist jetzt, also ich sag dir echt, Düsseldorf schöner. So, vertrau mir, Düsseldorf wird dich richtig umflashen. Also fest, wir machen am Ende auch ein Ranking, was die hässlichsten Städte waren. So Ort, also Dortmund ist jetzt gerade die hässlichste, bis jetzt vom Tag. Ja. Aber mit Abstand. Ich habe eine kurze Frage, okay? Okay. Englisch oder Spanisch? Oh nein, warum? Whoever moves first is gay. Scheiße. Steve. Alter, bist du schon wirklich? Ja, gut. Ja, fick dich. Yeah. Fick dich, wirklich. Digga, Alter, bist du bescheuert? Wir sind eine Behinderung für den Straßenverkehr. Ich hab aber gewonnen. Du bist verrückt. Hallo, Ampel. Werde grün.
Alter, das hat funktioniert. Tschüss. Obwohl Dortmund echt geht, wa? Es ist gar nicht so schlimm, wie es erst aussah, sage ich dir ehrlich. Ich glaube, wir waren nur im schlechten Viertel. Hier ist es, hier ist gar nicht so hässlich. Wenn wir das jetzt mit Hamburg vergleichen, ist Hamburg trotzdem schöner für dich. Ja, schon. Ja, in Hamburg, Digga, du hast in Hamburg auch den See, das Meer, Bruder. Natürlich ist es schöner, Bruder. Da hast du das Meer, da kannst du raufgucken. Das also ist einfach Hamburg schön da. Hamburg ist Patz. Okay. Alles klar, Digga. War gut. Jedem das Seine. Hä? Ist er wieder vorbeigefahren? Hier ist das Stadion, oder? Hier links. Ja, links da hinten kommt es, dahinter. Das Gelbe sieht man da schon. Hier links. Da ist der Iduna Park. I see, I see. Wir können es aber nicht anfassen. Egal, dann fassen wir den Zaun an. Mann, ist das Ding hässlich. Und laut. Warum ist es so laut? Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Bayern-Fan bin, sondern ich finde es einfach hässlich. Also es sieht einfach nicht schön aus. Wir sind jetzt hier vor dem Dortmunder Stadion. Keine Ahnung, wie nennt man das? Signal Iduna. Und das ist offiziell in Dortmund. Und ein Wahrzeichen. Und jetzt ist Dortmund gleich auf drei, okay? Eins, zwei, drei. Abgehakt. Voll episch, Digga. Dortmund in 7 Tagen. Check. We ain't going out like that. Watch me go and bounce right back. 'Cause we ain't going out like that, no. We ain't going out like that. We ain't going out like that. Watch me go and bounce right back. Wir killen jetzt den Schokohasen. Einfach so, wenn wir Bock drauf haben. Bitte geht's aber noch. Wow. Wir haben jetzt den Unterkunftsplatz gefunden. Ein Atze, also dem, von dem ich euch erzählt habe vorhin. Da haben wir jetzt einfach zugesagt und fahren jetzt im Prinzip nochmal von Dortmund. Wenn Dortmund hier ist, fahren wir hier hin und fahren dann morgen von hier aus wieder zurück. Problem ist, bis jetzt soll es morgen aus Kannen schütten. Das müssen wir heute Abend mal gucken bei Wetter Online. So oder so, um jetzt zu dem Atzen zu kommen, wo unsere Unterkunft ist, müssen wir uns Steve sein Kennzeichen nochmal angucken. Weil Steve sein Kennzeichen auf jeden Fall, glaubst du, es würde hochklappen? Ja, das hier ist halt gefährlich, ne? Ja. Das ist halt. Na, dann machen wir erstmal alles ab und gucken uns das nochmal neu an. Aber wo irgendwas drin ist, dass wir da reinschieben können, weißt du? Zum Hebel. Mein Penis. Na, ne, 7, Digga. 10er, wenn der mich nicht kannte. Hallo! Ganz okay, wir haben nur Hi. Wir haben nur Probleme mit seinem Kennzeichen. Sonst ist alles okay bis jetzt. Probleme, was heißt? Ihm sind 2 Schrauben abgebrochen, Digga. Und wir haben es versucht, jetzt anders zu befestigen mit Kabelbindern. Es hat aber nicht geklappt. Jetzt müssen wir gerade die Kabelbinder abkriegen, um eine andere Lösung zu finden. Scheiße. Ja. Also du hast nicht zufälligerweise ein Messer oder sowas dabei? Oder? Nee. Kann gucken. Nee, alles gut. Wenn du nichts hast, dann hast du nichts. Alles gut. Wir lassen uns kurz mal eine Lösung einfallen. Wir haben Steves Kennzeichen jetzt erstmal gefixt, sodass es nicht runterklappen kann und gegen das hier gegen knallt, sondern dass es nur hochgeht, wenn es kann, aber nicht mehr runter. Wir kriegen da, wo wir jetzt gleich die Unterkunft haben, der kann uns helfen, meinte er. Und hier sind, als wir das gemacht haben, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, standen wir hier jetzt bestimmt, sind einfach Zuschauer aufgetaucht. Ganz viele, ganz viele. Ich weiß nicht, woher er kommt. Und jetzt hört zu, wir fahren jetzt nicht direkt zur Unterkunft, sondern der Herr will uns was ausgeben. Der Held. Ja. Wir fahren jetzt zu Berlin Grill zusammen alle. Die Jungs kommen auch mit. Und die sind alle hierher gekommen. Die haben eine Insta-Story gesehen und sind einfach hergekommen. Kannst du dir das vorstellen? Kommst du nicht mit? Nein, ich muss weiter. Och, Mann. Pass auf dich auf, Noah. Digga, aber nur dein. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir keine Namen merken eigentlich, Noah. Wie heißt du bei? Ich hoffe, ich habe Elias. Ja. Und Ina. Hallo Elias, ich bin Per. ja, wir können uns gern verbinden mit Cardo. Das war so krass, Digga, weil wir standen hier ganz normal, haben geschrocken und plötzlich kam er, Noah kam und dann kam die drei Gruppe. Und da kam er. Digga, einfach alle unterschiedlich, die kennen sich auch nicht. Und jetzt gibt er uns einfach Essen aus und wir fahren jetzt alle zusammen zum Dönerladen. Das ist geil. 2 Gruppenmitglieder verbunden.
Ich sag dir ehrlich, das so. Ey, wir haben sogar einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wunderschön. Wunderschön. Digga, einfach erste Rideout in Dortmund. Digga, das ist geisteskrank. Das ist wirklich so viele. Ich habe eine Story gemacht, eine Insta-Story, dass da so viele jetzt hinkommen. Damit, also damit rechnest du auch selber gar nicht. Ich denke mal, in anderen Städten außer Berlin kennt man mich gar nicht. Kennzeichen hält. Kennzeichen hält, ja. Also wenn was passiert, klappt es sich eh nur hoch. Mehr kann nicht passieren. Wir müssen nur auf unsere 125er. Digga, das ist einfach, das sieht so cool aus. Ich kann nicht glauben, dass wir einfach in Dortmund sind. Kennzeichen geht ein bisschen hoch, ist aber okay. Ist okay. Hält. Ist ein Traum, ja. Na, kein Problem, sage ich doch, Detail. Ach so, ich habe gar nicht gezeigt, wie ich dein Kennzeichen befestigt habe. Wir haben da so Klebeband durchgeschoben und so einen Kabelbinder und irgendwie hält das einfach. Keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht und es funktioniert. Ist das geil. Das fühlt sich, das gibt mir richtige Vibes gerade. Richtige Vibes. Ich finde es so schön. Elias, wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Ich bin damals mit der 1 gestartet. Hatte auch die Y-Zeder auf 120, auf zwei Motorschäden und dann auf Rennstrecke geändert. War auf einer 100 CBR 1000 unterwegs und auf einer Gigster 600er. Und dann meinte ich, fahre aber wieder nach 2, stark mal auf und habe jetzt nach 2 seit 2 Monaten. Ah, geil, Digga. Boah, sieht das schön aus. Ey, das ist der erste schöne Sonnenuntergangs-Tief, den wir erleben. Kannst du dir das vorstellen? Der wird richtig bewerft, der wird halt richtig schön locker. Was warst du beruflich? Ich bin Soldat. Bei der Bundeswehr. Oha. Ja. Digga, er ist einfach Soldat. Das ist geisteskrank. Junge, guck mal bitte rechts. Gleich wieder die Bäume. Digga, der Sonnenuntergang ist wirklich ein Traum. Ein Traum ist das. Aus dem Mutterwehr. Ich wollte gerade sagen, ja? Ich habe Steve gerade schon angeboten gehabt. Ich wohne von hier nicht weit. Wenn ihr wollt, können wir kurz die Garage fahren zu mir. Ich habe da Modul, da könnt ihr eure Bikes mal eben kurz vorne abwischen und die ganzen Fliegen da wechseln. Für Bilder, wenn ihr wollt. Ach so, dann dafür haben wir keine Zeit mehr. Das schaffen wir nicht. Das schaffen okay. Wir wirklich. Also sehr geiles Angebot, Elias. Ich liebe dich wirklich. Ich sage auch ehrlich, ich glaube, du bist ein richtig guter Soldat. Also so, nicht so ein böser, sondern so ein geiler bist du. So ein richtig cooler. Aber das schaffen wir nicht mehr. Nee, wenn wir es war nur ein Angebot wegen euren Bildern, was zwar geiler aussieht, aber alles gut. Ja, da müssen wir jetzt durch, weil das Problem ist, wir müssen jetzt noch locker, ich sag von hier aus müssen wir eine Stunde fahren dahin. Und wenn wir jetzt noch essen und so, dann ist schon 23.30 Uhr oder so, Digga. Wenn wir dann noch waschen gehen. Und ihr wollt morgen früh noch raus, ne? Ja, also erst, also relativ. Wir müssen jetzt nicht früh raus, wir müssen mal Wetterbericht abhaken, so. Wie ich wollte sagen, wenn der Wetterbericht sagt, um 10, 11 Uhr absoluter Weltuntergang, dann am ja. Arsch die Strand auf. Das Hauptproblem, was ihr seht, ist halt, die Unterkunft gehört ja nicht uns, Digga. Wir müssen da ja, das ist ja, ja einer, der uns sponsert und den müssen wir da jetzt nicht ewig belästigen. Aber das Angebot war sehr süß, Digga, no joke. Alles gut. Wie kam es eigentlich dazu, was ihr gesagt habt, ihr fahrt auf einmal so quer, so einmal durch Deutschland? Oh, wir wollten eigentlich nach Frankfurt, oder? Wir wollten eigentlich nach Frankfurt für eine Woche fahren. Das ist aber, ja. Irgendwie hat das nicht geklappt, weil sich keiner darum gekümmert hat. Und dann habe ich gesagt, Digga, ich will Content machen, ich will geile Videos machen, ich will die Chance nutzen, die ich habe. Und habe gesagt, Digga, eigentlich quer durch Deutschland, ich will mal alle Städte sehen. Und dann noch als Challenge, weil es mir sonst zu langweilig gewesen wäre, lass uns doch einfach so günstig machen wie möglich. Ja, und so ist es passiert, wie es jetzt ist, Digga. Und dann haben wir immer mehr Regeln dazu gemacht. Mit kein Geld ausgeben, dann haben wir gemacht keine Zahnbürste. Habt ihr auch gesponsert bekommen von ja, haben wir Zahnbürsten haben wir geschenkt bekommen. Heftig. Richtig geil. Zahnbürsten und Zahnpasta heute Morgen. Und ich sag auch ehrlich, bis jetzt war dieser Trip die beste Entscheidung, die ich seit langem hatte. Oder beste Idee, sag ich mal. Wir sind jetzt an Tag 2 erst halt, das ist das Ding. Aber bis jetzt Tag 2 super. Wenn wir jetzt noch wenn wir jetzt nicht auf der Straße schlafen müssen, ist super. Ah. Wo stellen wir uns hin? Na, stellen wir uns direkt vorne hier einfach in die Reihe? Bleib da stehen einfach, Digga. Warum? Hier belästigen wir doch niemanden. Bleib stehen einfach. Bleib bei mir stehen. Ich krieg jetzt einfach einen Döner ausgegeben. Das ist unglaublich. Das ist wirklich geisteskrank. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich den Döner von Mampe. Wenn ich... Oh, Digga. Du bist zu gut für diese Welt, Elias. Ja, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich den Döner mampfe. Er gibt uns alles aus, er ist ein Ehrenmann. Ich schwöre es euch, ich komme gar nicht klar, ich habe so Hunger. Ja, und dann gucken wir mal, was danach so abgeht. Ja, wir müssen auch noch zur Unterkunft, Digga, es wird noch so ein krankes Video. Bis gleich.
Ihr habt gesehen, dass ich gerade gegessen habe. Der Döner hier ist richtig gut, ne? Was sagst du? Von 1 bis 10? Ist schon eine gute 8. Wir saßen jetzt hier und ich habe gerade auf richtig unangenehm, das habt ihr nicht erlebt, ich habe auf richtig unangenehm aufgestanden, habe gefragt, können wir den Pfand mitnehmen? Und jetzt haben wir hier 1,25 Euro an Pfand, den wir mitnehmen dürfen. Oder 1,50. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit, den bringen wir morgen weg. Und dann haben wir schon mal mehr Geld und er hat eine Dono. Danke für die Dono. Alle haben Live-Dono drin. Jeder hat hier was reingeworfen. Danke für die Live-Dono. Danke. Macher. Danke nochmal für den Döner und für die Live-Dono. Und wir haben einfach von einem Spenden bekommen. Guck mal, 1 Euro, 2,20, 2,50, 2,60, 2,62. Oh mein Gott. Das haben die uns einfach gegeben, das nehmen wir so mit. Wir haben so Glück, wir haben so, dass die Leute, die sind einfach, ich habe eine Story gemacht vom Dortmund-Stadion, da sind die einfach dazugekommen und jetzt entfernt hier. Wir hatten gerade ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Stress, so kann man das nicht nennen, aber der Atze, unsere Unterkunft, dachte, weil wir jetzt noch eine Stunde, wir müssen noch eine Stunde dahin fahren. Und es ist 23 Uhr, oder? Warte, es ist 22.35 Uhr, wir müssen jetzt noch eine Stunde zu dieser Unterkunft fahren, die wir bekommen haben bei einem Zuschauer. Ach, lieber auch an dich, Mann, ich kann das alles nicht mehr. Das Problem ist, er hat gedacht, dass wir gar nicht mehr kommen. Er dachte, wir hätten absagen können, hat er geschrieben. Da habe ich gedacht, Digga, wir wollten nicht absagen. Wir haben uns doch hier so verquatscht. Es war hier so schön, wir haben noch was gegessen. Und jetzt meint er, wir können noch vorbeikommen. Wir sollen uns keinen Stress machen. Aber ich mache mir jetzt trotzdem Stress, weil, Digga, er sagt, kommt zu mir, ihr könnt duschen gehen. Ich gebe euch was zu essen. Ihr könnt bei mir schlafen. Und wir kommen um 23.30 Uhr auf Montag. Bruder, was sind wir für asoziale... Wirklich, wie kacke. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt so los und versuchen uns zu beeilen, schnellstmöglich da zu sein, damit wir ihn nicht zu lange belästigen. Komm, setz auf, let's go. Let's go. Nur 46 Minuten. Hier. Yeah. Oh, ist der süß. Was ist wirklich los? 46 Minuten machen wir 58 Kilometer zur Unterkunft. Ich hoffe, das klappt. Also der Typ am Telefon, ich hab ihn mit meiner Sozialphobie, okay? Habe ich ihn angerufen, weil ich dachte, er ist richtig sauer auf uns. Digga, er hat so geschrieben, yo, ihr hättet ruhig Bescheid sagen können, dass ihr nicht mehr kommt. Liebe Grüße. Digga, ich dachte so, nein, wir lieben dich. Dachte, wir lieben dich. Habe ich angerufen und gesagt, Bruder, wir würden doch, können wir noch vorbeikommen, bitte. Sonst hätten wir auf der Straße schlafen müssen. Hoffentlich klappt das alles, Digga. Kennen wir? Steve? Ach, du bist hier. Achso, wir haben uns für morgen verabredet. Wir müssen mal gucken, wie das Wetter morgen wird. Das gucken wir heute Abend noch. Morgen früh sehen wir vielleicht Elias wieder, wenn wir durch Düsseldorf noch fahren, weil wir wollen ja noch Düsseldorf uns angucken und Köln. Also Köln kommt Elias nicht mit, aber Düsseldorf dann. Das wird cool. Digga, ich muss mich erstmal gleich bei dem Arzt entschuldigen, wenn er vor uns steht. Digga, das ist so eine Konfrontationstherapie hier alles wie meine soziale Angst. Ich schwöre es dir. Ich würde echt sagen, deine Freundin ist wirklich echt cool und entspannt. Dass sie sowas einfach spontan mitmacht, erstmal, dass du uns suchen kannst. Ja. Und danach sagst du einfach, du lädst uns ein zum Essen und die Frau macht ja gar keinen Stress. Nee, die ist voll entspannt. Und ich liebe es so. Das, toll, Digga. Das ist wirklich, so toll. Das ist wirklich krass. Also, das ist so ja wirklich Glück, Bruder. Aber ganz einfach. Unterstützt mich auch mit allem. Von Herzen. Unterstützt mich mit allem. Auf jeden Fall für alles. Von Herzen gönne ich dir das, Digga, wirklich. Ja, gönne ich dir auch. Das ist ja richtig gut für dich. Ja, die freut sich ja selber, ne? Wenn ich Spaß dran habe und wir haben eh nichts zu tun, dann freut ihr selber darüber, dass ich mich hier. Das ist ein bisschen Quatsch und mich darüber freue. Musst du festhalten, Digga. Gibt für sowas wirklich selten, vor allem heutzutage gar nicht mehr eigentlich. Ich wollte gerade sagen, in der heutigen Generation vor allem. Musst du wirklich richtig festhalten. Okay, Jungs, ich wünsche mich was, ne? Schöne Weiterfahrt, ne? Elias, ich freue mich so, einen Menschen wie dich in meinem Leben kennenlernen zu dürfen. Es war mir ein Fest. Ich freue mich, dich kennenlernen zu dürfen. Geile Sache. Du warst halt wirklich unser Lichtblick. Danke, ja. Elias. Es gibt noch gute Seelen auf dieser Welt, ich schwöre. Jungs, ich wünsche euch was, ne? Wir sehen uns morgen. Pass auf dich auf, Elias. Bleib, Elias, wir schreiben. Bisschen hier runter, Steve. Es ist soweit, ich muss kackeln und wir sind in 6 Minuten da. Digga, wenn wir ankommen und er uns das Gästezimmer zeigt, die Toilette und sagt, hier, kommt erstmal an, ich werde meine Beine in die Hand nehmen, auf die Toilette rennen und den Schiss meines Lebens haben. Ich habe seit 3 Tagen nicht gekackt. Seit 3 Tagen. Wir kommen da rein, er sagt, zeig uns Gästezimmer, Toilette, Dusche, Handtücher. Da kommt erst mal an. Wärmt euch erstmal auf. Wir haben schon philosophiert, ob das jetzt ein Psychopath ist oder nicht. Es kann sein, dass wir sterben. Ja, weil wenn ich mir hier so die Gegend angucke, sieht das ein bisschen sehr scheiße gruselig aus, muss ich sagen. Also wir haben die Taktik, wenn der Typ mit Messer vor mir steht, okay, nehme ich die Beine in die Hand und sprinte los und Steve überwältigt ihn und lässt sich umbringen. Und wenn Steve tot ist, werde ich jetzt seinen Namen aber in Ehren halten und ihn überall bekannt machen. Und ich werde sein Gesicht über mein B**** tätowieren, damit Frauen immer daran denken, wer mein bester Freund war. Also ich sag dir ehrlich, Jugendliche
in Filmen würden jetzt hier links, du großer, dreh mal, wend mal, wend mal. Digga, was ist das für eine Straße? Das ist eine Baustelle. Scheiße. Steve, es ist zu Ende. Das sieht aus wie, das sieht aus wie die Straße in das Land, das keiner kennt, Digga. Und wenn du da gefangen bist, kommst du nie wieder raus. Du bist in diesem unendlichen Loop. Soll ich sagen, was ich gerade hatte? Das ist das Tier! Stopp! Da, das ist alles! Dort Nigel! Hier ist es jetzt gleich, Steve. Hier ist es jetzt gleich. Lass mal schon, mach mal schon mal aus. Wir rollen aus. Wir rollen aus, damit er uns nicht hört. Nicht, dass er jetzt schon die Messer bereitlegt, der Mann. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Warte. Hier, glaube ich. Scheiße, wenn das jetzt das falsche Haus ist, ist es totenpeinlich. Da kommt einer raus. Ja, also so. Kommt da jemand? Ja, denkst du so. Hallo. Warte. Hallo. So, können wir... Wenn ihr da die Straße reinfahrt, direkt die nächste wieder links, dann könnt ihr eine Einfahrt parken. Alter, das ist gut. Wir sind gleich wieder da. Warte. Der tötet uns nicht. Der tötet uns nicht. Der ist ja super lieb, Digga, hä? Oha. Der hat ganz angefangen zu reden und gesagt, wir dürfen da parken, ich glaube, der tötet uns nicht. Hier? War das hier? Nee. Der tötet uns nicht. Safe. Bist du ein Serienmörder? Sag's uns. Noch nicht, nee. Ja, der tötet uns nicht. Nee. Ich glaube, so weit von zu Hause weg würde es noch keinen Sinn machen, Leute umzubringen. Hallo, ich bin Per. Liebe in der Gegend, die ich kenne. Hallo. Kennzeichen des Stress? Naja. Guck mal. Ihm fehlt hier die Schraube. Die hier fehlt ihm. Und das ist ein Klappkennzeichen. Heißt, das kann man hier so bewegen. Und wir haben das gestopft, damit es erstmal nicht weiter runterklappt, sondern wenn er nur nach oben. Aber nach oben kann es halt, wenn Wind kommt, macht es halt so und das ist ja nicht mehr legal so. Alter. Crazy. Sie wird zurück sein, oder? Ja, ich glaube schon. Was machst du beruflich? Ich bin beruflich Berufskraftfahrer. Aber da meine Eltern im Urlaub sind, einer aufs Haus aufpassen soll. Alter, also haben wir richtig Glück eigentlich. Theoretisch schon. Du bist, no joke, die einzige Person hier aus Dortmund, die theoretischen Schlafplatz für uns hätte. Einer hat sich noch gemeldet, glaube ich, aber auch 30 Kilometer entfernt und noch weiter raus, aber. Soll ich mal gucken gehen? Ich kann gucken gehen. Soll ich gucken gehen? Okay. Soll ich gucken? Ja, nee, ich kann gucken gehen. Wie viel Glück haben wir auf dieser Reise, bitte? Das ist irgendein Atze, der einfach das Haus von seinen Eltern gerade hat, weil die im Urlaub sind. Und der sagt so, ey, ihr könnt vorbeikommen und hier pennen, weil der auf das Haus aufpasst. Ist das verrückt? Und guckt euch mal das Haus an. Ach du Scheiße, das Haus ist so krank. Nee, also nur mal kleine Brauche. Das ist so krass, dieses Projekt ist perfektes Beispiel für macht keine Pläne, sondern erlebt einfach was in eurem scheiß Leben. Bewegt euch weg aus eurer Komfortzone. Geht über eure Grenzen, wirklich. Zu groß, aber nur ganz, also wirklich... Ist ganz, ganz bisschen zu groß, ne? Passt die? Passt. Super. So Glück. Wir haben Glück und Pech. Das passt so. Das passt so 100%. Nee. Aber das reicht so. Weil hier geht's ja runter, geht's ja nicht. Also gegen den Reifen knallt's eh nicht. Und wenn's mal hochkommen sollte, dann muss es halt wieder runterdrücken. Scheiß drauf. Ja. Digga, es uns stört gar nichts. Wirklich, du könntest uns wirklich hier draußen auf die Terrasse, wir würden uns lieber da hinlegen, als wir sonst, also unsere Alternative ist eigentlich Rasen irgendwo, ja. Oder eine Parkbank oder so. Das sind so die Möglichkeiten, die wir haben, deswegen. Warte. So. Alter, das ist verrückt. Nicht groß, aber. Nicht groß. Darf ich dich fragen, woher du mich kennst oder uns oder wie kommt es? Weil, wie alt bist du? Was ich schätzen würde? Ja. Ich habe gesagt zu ihm 26. Nee, deutlich älter. Echt jetzt? 34? Anfang 30. Okay. Ich guck einfach. Also die üblichen Verdächtigen. Ja, ach so. Ja, okay, krass, Digga. So. Wir sind jetzt erfolgreich in der Zentrale angekommen, in unserer Unterkunft. Und Steve war jetzt gerade schon das erste Mal duschen.
Hallo. Wir haben uns total verquatscht, Digga, mit dem Atze schon wieder. Es ist um zwei. Verdammt nochmal, das passiert viel zu oft. Sehr korrekter Dude, Digga. Viel Liebe. Wirklich viel Liebe. Auch dass wir duschen dürfen. Ich darf auch gleich duschen gehen nach zwei Tagen. Bruder, nach zwei Tagen. Das erste Mal. Auf jeden Fall guckt euch mal bitte die Bude an, okay? Ach du Scheiße. Sieht das geisteskrank aus? Ist das What a time to be alive, oder? Sagt doch mal ehrlich. What a time to be alive, bitte. Das ist totengeil. Junge, holy fuck. Ich würde in der letzten Bruchbude schlafen. Das wäre mir egal. Ich wäre trotzdem dankbar von Herzen. Und wir sind hier. Bruder, wir können gleich entspannt uns auf die Couch setzen. Wir gucken noch ein bisschen YouTube, gucken wir noch. Ja. Gehen dann schlafen. Und morgen früh stehen wir auf. Sind jetzt schon verabredet, haben jetzt schon einen geilen Plan für morgen. Puh. Wer hätte gedacht, dass dieses Projekt so verläuft, oder? Aber wir sind erst an Tag 2. Von Tag 7 bzw. Tag 2 endet hier und jetzt gleich. Naja, wir gehen jetzt erstmal duschen. War jetzt gerade duschen. Wir machen jetzt eigentlich gar nichts mehr, außer uns jetzt schlafen legen. Morgen wird ein aufregender Tag. Wir gucken mal, was morgen passiert. Und dann sehen wir weiter. Bis morgen. Bruder Steve, hast du es auch? Bruder, da raschelt was. Da steht was. Steve. Zwei kleine Äffchen fahren heute Motorrad. 7 Tage 7 steht der, wer kommt denn auf sowas? Ohne Essen, ohne Trinken, Schnäuzen, über Viren? Kein Platz zum Schlafen, dort schauen sich hier in Viren. Frische gibt's am Boden, Brötchen, Salami werden reingeschoben. Bis nicht hungern, Essen kommt dir zugeflogen.